So, weiter geht's heute mit dem Spiel, mit dem nächsten Spiel an Spieltag Nummer 25 gegen Wien Wiesbaden. Und wieder mit Hause mal vom wieder weg, ein bisschen weg, sind wir jetzt 13 Zähler weg, 38 Spiele sind, also es sind noch 14 Spiele. Und ja, momentan brauchen wir noch 10 Siege, dann sind wir schon mal aufgestiegen. Und der erste soll noch heute folgen. So. Und auch jetzt hier muss ich wieder ein bisschen rotieren, weil die Mannschaft wieder. Weil jetzt alle 3 Tage die Spiele, das merkst du dann irgendwann einfach. So, deswegen habe ich jetzt mal wieder ein bisschen rotieren wollen. Gut, Lukas, ja. Nicht Lukas hier. Pieper, der rutscht jetzt natürlich wieder rein hinten. Kein Wunder, der ist einfach platt. Der wird heute nicht mit dem Kader dabei sein. Den brauche ich einfach mal ein bisschen Luft. So. Gut, Bosejo, den setze ich mal auf die Bank. Ansonsten passt das soweit. Und dann gehen wir rein ins Spiel. So, wie gesagt, wir stehen im Pokal im Finale, wir sind in der Liga mittlerweile echt dabei. Also ich persönlich bin im absoluten Soll und mein Ziel ist es, definitiv aufzusteigen und alles andere brauchen wir heute gar nicht drüber nachzudenken. Es geht jetzt rein nur um den Aufstieg. Erstmal. Ich habe jetzt nicht geguckt, wer im DFB-Pokal der nächste Gegner ist. Das lasse ich mir auch tatsächlich überraschen. Ich weiß es nicht. Nee, ich lasse mich überraschen, komm. Er wird in diesem Spiel einer der interessantesten Spieler sein. Denn er denkt über ein mögliches Karriereende nach und darf hier von Anfang an ran. Bleiben Sie dran, wir zeigen es Ihnen live. Von Anfang an nicht, aber er sitzt zumindest auf der Bank. Und wir sehen, dass die Situation heute zum Einsatz kommt. Zu einer hoffentlich spannenden Begegnung. Durch das Spiel begleiten Sie Wolfuß und der Kollege Frank Buschmann. Und heute sind wir zu Gast bei einem Ligaspiel. Das klingt nach hochinteressantem Fußball. Ein spannendes Ligaspiel also, Wolf. Beide wissen, worum es geht, gerade gegen diesen Gegner. Und das merkt man auch, wenn man die Fans beobachtet. Eine extreme Erwartungshaltung vor dieser Partie. Die Nummer 6, Alexander Dragovic. Die Nummer 20, Serkan Asinac. Die Nummer 5, Weston McKennie. Da haben wir die Anfangsformation der Schalker. Sie gehen es offensiv an. 4-5-1 heute. Denkt man ja erstmal gar nicht, wenn man da nur eine Spitze sieht. Aber aus dem Mittelfeld kommt da geballte Power. Das ist unsere Mannschaft. Wir kennen diesmal einen da vorne. Deswegen habe ich ihn ja zurückgeholt, weil er einfach alles spielen kann. Im Zweifel kannst du den vorne auch an die Stürmer reinballern. Das ist mir egal. Der macht das schon irgendwo. Der SVW in Wiesbaden hat sich für diese Aufstellung entschieden. Sie greifen heute zu einem offensiven 4-5-1. Ja, sie wollen also mit einem geballten Mittelfeld zum Erfolg kommen, wollen viel Druck ausüben und den Gegner zu Fehlern zwingen. Ja, der nächste Gegner ist jetzt wie in Wiesbaden. Die müssen wir natürlich auch wieder schlagen. Wir wollen halt, wie gesagt, unser Ziel ist es, die Saison aufzusteigen. Punkt. Alles andere. Von Tiki-Taka. Schalker Wolf, die kennen das seit fast 100 Jahren. Damals hieß es Schalker Kreisel und damit haben die Knappen ihre Gegner jahrelang schwindelig gespielt. Ja, mittlerweile nicht mehr so wirklich. Gut, jetzt aber mal schauen, was ist passiert, was wir gegen Wien machen. Und Krüger mit der ersten Flanke und super, leider nicht. Gut geklärt. Na, kriegst du da hin? Ja, keine Absatz, oder? Ja, sollte Schiedsrichter. Der Rosun. Und das war die erste Chance, aber der Keeper von Wien sagt, ne, ist nicht. Ich glaube, der hat auch schon im Hinspiel so richtig gut gehalten. Denn aktuell hört man immer wieder aus seinem Umfeld, er erwägt wohl ein mögliches Karriereende. Vielleicht müssen wir uns also bald von einem ganz großen verabschieden. Ja, Wolf, das wäre schade. Ein Mann, der uns ganz oft begeistert hat, aber irgendwann spürst du als Profi all die Jahre alt. So, Krüger. Tor! So, geht dann gleich gut los hier. Frühes Tor, das wird interessant hier. Das müsste Mamba gewesen sein, der nämlich heute die Spitze spielt.
Im Zweifel kann es Krüger auch, also brauche ich mir jetzt auch keinen zurückzuholen. Vielleicht nochmal die Wiederholung dieses Tores. Er setzt sich durch und dann ist es klasse gemacht. Knipserqualität, würde ich sagen. Aus kurzer Distanz lässt er dem Keeper keine Chance. Er freut sich über das Führungstor. Sie setzen sein taktisches Konzept im Moment richtig gut um. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Ja, schauen wir mal, wie es jetzt in der zweiten Halbzeit, wie es jetzt im Laufe des Spiels weitergeht. Wir führen jetzt endlich mal nach 3 Rückstand hintereinander. Wir haben ja in Augsburg hinten gelegen. Wir haben. Ah, ich lasse ein bisschen zu. Das könnte die Chance werden. Gute Chance. Krüger! Ja, wir haben ja gegen Augsburg jetzt hinten gelegen. Wir haben gegen Lautern hinten gelegen. Wir haben gegen Uerdingen 0-1 hinten gelegen. Aber zumindest konnten wir die 3 Spiele noch gewinnen. Ja, Sie können erstmal klären. Kopfball geht in Seiten aus, gibt Einwurf. Javairo, Dilrosun, ja. Wird sogar von Hertha BSC. Wieder über die Außen. Ja, das. Ach, man, geht doch noch, warum geht da nicht einer hin? Marc Leis. Da verlieren sie den Ball. So, jetzt mal. Wilanski. Ja, Wilanski, der auch eigentlich viel gefüttert werden muss mit den Bällen, um die Tore zu machen. Und es ist jetzt der Rose. 2:0:26. So ist dieses Tor entstanden, da kommt die Flanke und dann sehen wir natürlich, dass er da den Ball nur noch einnicken muss. Hm. Aber das ist keine Anstrengung. Ja, nicht wirklich. 2:0 steht hier, sie machen einen guten Eindruck. Gut, Kemp macht, aber da kann ich durch. Ne? Weg ist der Ball. Guter Vorstoß da jetzt. Ah, schön. Schönes Zuspiel hier. Kriegt er den noch durch? Kriegt er den? Da ist der Verteidiger ein Ticken zu schnell. Ah, schade. Chato. Tietz. Ball ist wieder weg. Jetzt mal, komm, Wilanski, das kann aber mit Tempo rein. Geht es mit Tempo auf den Keeper zu. Lässt den Verteidiger ausspielen und haut ihn dann hinten ins lange Eck. 3:0, 36. Im Alleingang macht er das Tor. Zeigt das kommt auch immer wieder diesen Ball, diesen Zug zum Tor. Vor allem jetzt Rechtsfuß. Macht sehr viel aus. Der soll der Torschützenkönig werden. Danke an die Regie dafür. Das ist jetzt natürlich schon ein bisschen einseitig hier. So ein Vorsprung bereits in der ersten Hälfte, mein lieber Mann. Ja, schön. Ah, das war ein bisschen sehr offensichtlich. Schade. Wurz. Kaffee Wurz. Niemeyer, ehemaliger Herr Dana, der war jetzt ein Abwehrspieler. Den Abwehrspieler der Schalke rauszieht und ausspielt. Und Renault ohne große Sorge. Könnte in Konter gehen. Kobylanski. Ah, diesmal kann er es nicht machen. Zeit nur. Eine Minute gibt's hier. Eine Minute trotz 2 Toren, okay. Aber mir ist es letztendlich egal. Soll das machen. Und damit ist Pause.
ob diese Partie wirklich nochmal spannend wird. Für den Moment steht es hier 3:0. Er macht heute ein richtig gutes Spiel. Er hatte hier schon einige gute Szenen. Also mit dem haben sie wirklich richtig große Probleme. Ja, hat eine Situation verschossen und einmal dann hat er den gemacht. So, Mama de Rosso und Gomlanski, die Tore, 11., 25. und 36. Also, gehen wir rein in Halbzeit 2. Ja, am 25. Spieltag, wir wollen ja den nächsten Schritt heute machen. Durchgang 2 hat begonnen. Und so umso eher die Chancen, wenn wir uns ein bisschen absetzen können, umso eher haben wir den Aufstieg klar. Und dann geht es Richtung Plan der Sicherheit für die Liga 2. Da muss ich gucken, dass ich halt den einen oder anderen hole. Terodde sollte definitiv kommen als Mr. Zweite Liga. Das ist klar, als Torjäger, den ich unbedingt haben will. Wenn er da, die Frage ist aber, kommt, ne? Ob den HSV den gehen. Ich meine, Kohle würde ich wahrscheinlich, Geld wird wahrscheinlich passen. Das wird wahrscheinlich das Alter sein. Das bin ich auch schon 32. Also nicht, dass der dann doch noch zu alt ist am Ende. Aber gucken. Oh, Tottenham, nicht Real. Offiziell ist er ja aber Real durch. Also mit ihm verstärken sie sich. So, und jetzt macht Kominanski, der jetzt ein bisschen. Das ist gut verteidigt. Nur mal versucht, da rumzukommen und dann nicht vorbeigeht. Nicht kommt. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. So, mal wieder zu Null wäre natürlich super, weil davon haben wir nicht so viele. Ah, schöner Ball, Krüger. Die Gelegenheit für die Flanke. Klasse Flanke. Was für eine Aktion. Ach, schade. Mama. Also es ist das Gefühl jetzt gerade, dass ich den ein bisschen reintragen will, dass ich den nicht rein. Er geht in den Strafraum. Reindrücke. Jetzt wird's Ecke geben. So, nächste Ecke. Die Ecke kommt rein. Ui! Und Mertjan. Ne, Bella Kotschap war es. Aber der Keeper hält den Ball. Der Ex-Bochumer. Und der ist weg. Schalke mit dem Einwurf. Schöner Ball jetzt auf Amatei, der Rechtsverteidiger jetzt mal mit Tempo außen. Gut aufgepasst. Ja, zu lang so. 64. Minute, nicht wirklich gefährlich, diese Flanke. Ja, da kommt der jetzt auf sich wieder ein bisschen gefangen hat. Guter Vorstoß da jetzt. Gomlanski. Ja! Guter Einsatz, das war durch. Richtig. Fängt diesen Ball ab. Amatei. Er bekommt Hilfe. Amatei, jawohl. Wobei am ersten, wobei am zweiten, wobei am dritten. Er sucht die entscheidende Lücke. Amatei und wieder nichts. Eckball. Er sagt gerade, ja, versucht den irgendwie noch quer zu legen, macht den doch irgendwie. Ah, da wollte er ein bisschen zu viel. Oh, jetzt werden sie wechseln. Ecke kommt ins Zentrum. Da können sie klären. Nächste Chance. Nächste Ecke. Die Ecke kommt. Gefährliche Szene. Da war mehr drin, denke ich, aber geklärt. Oh, bitte nicht jetzt den nächsten Verletzten da hinten jetzt liegen. Also hier der Endspurt und auch die Fans. Wesley Kenny. Vollgas. Der Torwart geht da gar kein Risiko ein. Faustet den Ball weg. Dragovic, der das Ding ohne Probleme macht. Spielverständnis. Gefährliches Spiel. Jetzt. 4-0. 76. Minute, dann doch noch mit Tempo durchgekommen. Das Resultat ist doch ziemlich eindeutig und lange zu spielen ist auch nicht mehr. Das macht er gut. Eigner. Und jetzt ist der Ball geklärt. So, jetzt am weiter dran bleiben. Genau, der Rosun. Schalke jetzt über außen. Streli Mamba. Klasse Chance jetzt. Der Ball ist bam! Und weg damit. Der Ball kommt rein. Ganz stark auf der Linie. Kolasin hat er darf nicht treffen. Als Linksverteidiger. War jetzt auch nicht die erste Situation von ihm. McKennie.
Krüger. Lässt zwei Mann ausstehen. Und Hashimeru kommt nicht vorbei. Hat Altos auch schon getroffen, wenn er es zum Tor gemacht. Sie dominieren und führen kurz vor Spielende. Das Ding werden sie nach Hause bringen. Hm. Regulär sind es nur noch 60 Sekunden. Wobei ich gerne noch ein Tor gemacht hätte, aber. Also momentan sind meine Spiele ziemlich torreich. Also es ist selten mal, dass da nur so ein 1-0 ist. Weil auch hier wird wieder ein 4-0 gehen. Sieger dieser Partie sind die Gastgeber. Das war eine klasse Leistung heute. Am Ende ist schon los und damit natürlich überzeugend. So, 3-0 zur Pause und das. Heute gab es das 4-0 hinterher. Und ja, wen hat er nicht den Hauch an der Chance heute? Gut, uns geht es ja nicht um den. Moment, wir gehen ja 13 Punkte Vorsprung auf Sandhausen. Nee. Momentaner Vorsprung sind 22 Punkte. Dementsprechend bei jetzt noch ausstehenden 13 Spielen. Das sollte sehr offen, sollte sehr gut passen. Wir haben mit 22 Punkte auf Hansa. Nachdem gehen wir mal auf 20 runter. Und wenn Hansa nämlich gewinnt, dann St. Pauli nämlich wieder runter. Das wären dann 7 Spiele. Wir haben noch, ja, wir haben noch 13. Also wir brauchen nur 6 Siege. 5, 6 Siege, dann sind wir durch. So, wir haben jetzt einen Spieler verletzt. Und der nächste 4 Wochen. Ja, es ist zum Kotzen gerade. Ne, weil langsam fallen mir meine Spiele aus. Ich habe kaum irgendwie mal Alternativen, wo ich mal ein bisschen Ruhe reinkriege. Weil wir haben jetzt ein paar Jungs geholt. So. Ja, ich hätte heute Union. Das ist egal. So. Gut. Leider müssen wir noch auf McKennie auch verzichten. Der nächste langen Fahrzeitverletzte. Oder beziehungsweise 4 Wochen nur. Aber egal. Wir sehen uns in der nächsten Partie wieder und ich weiß gar nicht, wie der nächste Gegner ist. Wir werden es dann sehen. Bis dahin. Tschüss.